Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter vom TBW-Net Würrelos. Heute sind wir bei der 5. Lägerklassik hier in Würrelos und wir erwarten ganz, ganz viele schöne alte Oldtimers und TÜV. Aber am besten nehme ich sie doch gerade mit und wir gehen hineinschauen. Natürlich der Fachmann, wir können ein Interview machen. Wie geht's? Wer hast du schon gesehen? Darf ich hersitzen? Du hast dann neben einem alten Kollegen hersitzen. Hä? Bist du sicher seit dem 9. schon da, oder? Punkt 9 da gewesen. Und was hast du alles gesehen? Was war das Schönste? Gesehen habe ich eigentlich das hier. Aber ich hatte den Pech gehabt. Wieso? Meiner läuft schon nicht mehr. Bist du gekommen mit dem Oldtimer? Jetzt hast du ihn parkiert? Mit dem Messerschmidt, ja. Wieso läuft er nicht mehr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Zu wenig geschmiert. Zu wenig geschmiert, aber Most hat er genug. Wir brauchen auch das Most, man sollte schon etwas mit dem letzten ist mir eben der Most ausgegangen. Aber jetzt noch auf dich zu, das ist ja schön. Ja, super. Du bist ein Stammgast da, gell? Jawohl. Ja, also noch viel Vergnügen. Danke vielmals. Tschüss. Schau, dass du das Most hast. Ja. Dürfen dann gerade noch so herkommen, wir haben so ein schönes Fahrzeug. Was für ein Modell ist das, das ihr fahrt? Das ist ein Plymouth Baujahr 1938. Und wir kommen jedes Jahr hier die Ausstellung vom Lager? Nein, das ist das erste Mal. Ich habe gedacht, das schöne Auto noch nie gesehen. Ist das nicht schwierig zu fahren? Keine Servolenkung, oder? Nein, aber ich habe nichts mit Servolenkung. Nichts mit Servolenkung, auch noch Frau am Steuer, oder? Genau. Gut. Du bist als OK-Mitglied der ersten Ausgabe, gell? Du bist Patrick Huber, du bist schon das erste Mal dabei gewesen. Heute in Funktion als was? Also was bist du heute in der Funktion? Ja, kurzfristig dürfen wir den Verkehrsdienst übernehmen. Aber wir haben gute Leute heute an diesem Anlass, dass wir im Prinzip das super abdecken können. Funktioniert gut. Wie bist du zufrieden mit dem bis jetzt? So, was das Auto gekommen ist, so schöne Auto? Also es hat wunderschöne Auto. Es hat jedes Jahr schönere Autos. Es spricht sich langsam um. Und es ist wie jedes Jahr eigentlich ab 9 Uhr offen. Am Viertel ab 8 Uhr stehen die Ersten da, dann kommst du ins Rotieren. Und wir haben jetzt knapp 10:30 Uhr und die Parkplätze sind schon ziemlich voll. Also, mal, tut gut. Was machen wir, wenn wir keinen Platz mehr haben hier? Wir haben ja gleichzeitig auch noch den Cruise, damit wir im Prinzip so ein bisschen Fluktuation haben auf dem Platz. Und die Ersten sind jetzt auf die Runde gegangen. Wir hoffen, dass wir sie so abdecken können. Der Reitverein oder respektive alle Vereine, die hier unten tätig sind, die arbeiten ja mit uns zusammen oder man versucht einander zu helfen. Das ist jetzt der Platzwart auch bereits da, ist am Abklären, ob er noch mal einen weiteren Platz könnte aufmachen. Also wir versuchen es möglichst nicht, wir bringen die irgendwo hin.
Bei mir ist es der Turi Brunner. Turi, bist du mit was für ein Fahrzeug bist du heute gekommen? Ganz Familie? Ja. Cadillac 1959. Ja. Mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn. Frisch verheiratet. Quasi Flitterwoche. Ja, wir machen jetzt eine Flitterausfahrt. Da. Aber ich sehe da, Selin, ich glaube, wir müssen gleich ein grosses Auto haben, oder? Ja, bin ich schwanger. Hat der Papa schon für Alternativen gesorgt? Ja, sicher, ist immer etwas rum. Gut, ja. Da der Kinderwagen Platz, das ist tipptopp. Ja. Und wie fährt sich so ein Fahrzeug da, so ein Oldtimer? Ja, ein bisschen wie ein Schiff. Also super, ja. Ist eigentlich ein fahrendes Wasserbett, oder? Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich für die Schwangerschaft ist es noch bequemer so. Ja, ist herrlich, ist super, ja. Ich wünsche euch viel Spass. Danke vielmals. Ja, danke. Also, wir haben da zwei schöne, wunderschöne Frauen aus dem ausserkantonalen Poplisen. He? Wie heisst denn du und wieso bist du da? Ich heiße Sabine und ich bin da, weil mein Mann so ein schönes Auto hat. Ah, ich meinte, du kommst wegen der schönen Mann oder wegen dem alten Auto? Ich komme wegen dem Auto. Wegen dem Auto. Und du, wer bist denn du und wieso kommst du? Also, ich bin auch mit einem schönen Auto da, mit meinem Mann. Und jawohl, ja. Mir gefallen natürlich die Männer auch, aber die Autos natürlich umso mehr, die alten Autos. Und was für altes Auto haben Sie denn mitgenommen? Wir haben den Chevy Corvair, 61 Jahrgang. Das ist mein Jahrgang, das ist gar nicht so alt, oh, oder? Doch, mal. Wunderschön. Wir haben uns kennengelernt in diesem Auto. Oh, das ist eine richtige Liebesgeschichte, Love Story. Ja. Hast du auch so eine Liebesgeschichte mit dem Auto? Nein. Aber es gibt ja auch andere Liebesgeschichten, muss nicht unbedingt mit dem Auto sein, oder? Genau. The bug pay for heaven's sake. No one's looking now, the chance to make a break. Bug said to Shifty and I said nips, nips. I wanna stick around, I wanna get my fix. Let's rock. Everybody, let's rock. Oh. Everybody on the hotel block. We'll be dancing to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock.
habe ich da gerade ein ganz schönes Modell gefunden, respektive das Auto. Ich will die Frage, was schöner ist, der Bart oder der Hut oder der Mann? Das Auto. Wie alt ist denn das Auto? 52. Und der Bart? 58. 58, ja gut. Also 58 noch nicht ganz, gell? Aber was ist das für ein Auto, das du da fährst? Citroën. Traxion. CV11. Das ist ganz bequem, genau. Ja. Du bist natürlich passend angelegt dazu. Fast. Fast, ja. Bist du jedes Jahr da oder das erste Mal? Nein, das zweite Mal. Zweite Mal. Und was gefällt dir da der Atmosphäre? Ja, altes Benzin und der Geruch. Gut, ja. Ist vor der Haustüre. Und hast du das gefunden, was du erwartet hast schon? Bin gerade angefahren. Bin gerade hergefahren, ja. Von der Haustür, woher kommst du noch? Niederruhdorf. Niederruhdorf, ja, das geht. Der Ferdinand hat gesagt, wir können dich nicht auf den ungeschorenen Vogel lassen. Wieso sind ihr davon geflüchtet? Sind die fernsehscheuch? Ja, sehr, ja. Dabei haben wir so einen schönen Mann, so ein schönes Auto. Ja, das ist es so, ja. Du bist Frau von Ferdinand. Ja, genau. Gut, und du bist Tochter. Nein. Aber wieso fährst du mit dem Ferdinand mit? Ja, Kollegin. Aber ist lässig da mit den Zitronen, oder? Ja, mega, ist mega, super. Ja, ist gut. Also viel Spass. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Danke. Die Lager Classic ist im vollen Gang. Wir haben ganz viele Impressionen können einfassen wieder. Und wir bleiben noch ein bisschen, aber bei uns den Beitrag schliessen wir jetzt ab, dass wir auch noch ein bisschen Zeit haben, die wunderschönen Modelle hier genauer anzuschauen und sicher noch ein gutes Bier trinken und eine Wurst essen. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Geniessen die Sendung. Wunderschön.